Ich habe sehr viel immer mit Menschen Kontakt gehabt im Beruf und musste auch sehr viel telefonieren. Und irgendwann war das einfach nicht mehr möglich, auch nicht mit technischen Hilfen. Die ersten Ausfälle meines Gehörs habe ich mit Anfang 20 erlebt. Ich habe vorher sehr viel Musik gemacht, selber gespielt und auch gerne gehört. Und das kam nachher nur noch als musikalischer Brei rüber. Ja, und das hat sich dann über die Jahre immer weiter verschlechtert, über stärkere Hörgeräte. Ich gebe ehrlich zu, ich habe auch lange gebraucht, es vor mir selber zuzugeben, dass es einfach nicht mehr ausreichte. Ich hatte mich eigentlich damit abgefunden, dass ich mit 60 eh taub wäre, dass es da gar nichts mehr gab. Bei Feierlichkeiten, wo es sehr laut ist, wo viele Leute zusammen sind. Ich war zwar da, aber ich war nicht dabei. Das war mein persönlicher Weckruf. Mein persönlicher Weckruf. Mein persönlicher Weckruf. Das war mein persönlicher Weckruf. Es kann ja nicht mehr schlechter werden, es kann ja nur noch besser werden. Nach der Hörgewöhnung habe ich das also relativ schnell gemerkt, dass man wesentlich entspannter hören konnte, dass man sich wesentlich entspannter auf Kontakte einlassen konnte und auch mit Menschen im Gespräch war. Das war also schon ein sehr einschneidendes Erlebnis. Das habe ich mir so eigentlich im Vorhinein gar nicht vorstellen können. Telefonieren, was vorher, ich würde sagen, eine Horrorvorstellung für mich war, war auch wieder möglich. Also das Leben hat sich schon ganz gewaltig zum Positiven verändert. Mein persönliches Highlight ist nach der Implantation, dass ich vor allen Dingen wieder Musik hören kann. Was ich nie gedacht hätte, ich noch nach so vielen Jahren wirklich Richtungshören gelernt habe. Wenn ich heute spazieren gehe und dann einen Vogel zwitschern höre, drehe ich automatisch den Kopf in die richtige Richtung und sehe den Vogel. Das sind für mich immer noch so kleine Hörwunder. Da habe ich mich dann auch häufig immer gefragt, ja, warum hast du dich eigentlich so schwer getan damit? Ne? Das hättest du eigentlich vorher schon viel einfacher haben können. Wenn Leute heute überlegen, ob sie sich implantieren lassen sollen, dann würde ich also ganz spontan immer sagen, du kannst eigentlich nur gewinnen dabei. Es kann nur noch besser werden. Ich möchte das nicht missen. Ne?